Hallo zusammen, wir Enio und Beate begrüßen euch recht herzlich zu unserer Fit for Future Sportstunde aus unserem Wohnzimmer in euer Wohnzimmer. Wir wollen heute mit euch tanzen. Wir haben eine Choreo mitgebracht für unseren Fit for Future Song. Bevor wir aber anfangen, wollen wir es ein bisschen aufwärmen. Da haben wir ein kleines Aufwärmspiel für euch. Und zwar ist es so ein bisschen wie Stopptanz, das kennt ihr wahrscheinlich. Aber wir machen den Sportler-Stopptanz. Und zwar gibt es verschiedene Sportarten. Die zeigen wir euch mal. Und die Sportarten, die verbinden wir immer mit Farben. Gelb war, genau, da haben wir uns überlegt, das sind die, haben wir Inliner. Sehr gut. Dann haben wir die Farbe Blau. Blau ist, welche Sportart? Schwimmen. Kann man sich gut merken. Da könnt ihr auch verschiedene, genau, kraulen oder rückwärts schwimmen. Dann haben wir die Farbe Rot. Wenn ihr Rot seht, spielen wir Basketball. Genau. Kann man den Ball auch mal werfen. Sehr gut. Und dann haben wir noch die Farbe Grün. Grün ist Eichensprung. Kann man auf einem Bein oder zwei Beinen. Okay, und weiß ist kein Sport, sondern da stoppen wir Freeze, wie beim Stopptanz. Wir stoppen also nicht die Musik, wir zeigen euch Freeze. Okay, gut, dann legen wir los. Soll ich anfangen, die Farben zu zeigen? Ja. Dann starten wir. Machen wir mal die Musik an. Okay, los geht's. Mit der Farbe Grün. Grün. Ah, gleich. Genau, ihr könnt das so wie ihr mögt dazu bewegen. Und Punkt. Seid ihr auch dabei? Basketball, genau. Sehr gut. Blau. Genau. Und Freeze. Und wir tauschen mal. Wir sind jetzt schon ein bisschen aufgewärmt, oder? Dann können wir gleich loslegen mit unserem Tanz. Puh. So, dann wollen wir uns jetzt mal mit dem ersten Teil von unserem Tanz beschäftigen. Das ist die erste Strophe. Es gibt zwei Teile bei dem Tanz, immer Strophenteil und der Refrain. Und bei der ersten Strophe fangen wir an. Wie gerade bei dem Aufwärmspiel, wir machen so ein paar Bewegungen, die wir auch aus den Sportarten kennen. Und zwar hüpfen wir, wie beim Seichenhüpfen, fangen an, genau, hüpfen auf das rechte Bein, dann auf das linke, wieder auf das rechte und wieder auf das linke. Und dabei federn wir so ein bisschen nach. Also federn, 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 genau. Okay, dann drehen wir uns einmal um uns selbst. Wir halten aber an, quasi zur Seite. Nach hinten und wieder zur Seite. Ich mache es mal einmal vor, oder du kannst direkt mitmachen. Wir hüpfen dann auf
ein Bein. Lehnen uns zur Seite. Da federn wir auch so ein bisschen nach. Drehen wir uns nach hinten. Wieder zur Seite. Und wenn wir nach vorne springen, dann die Füße ein bisschen auseinander. Genau. Die Arme könnt ihr so ganz locker mitnehmen, wie euch gerade so und wie euch gerade so danach ist. Gut, dann versuchen wir das mal mit dem Hüpfen von vorne. Okay, ich zähle mal bis 4, dann könnt ihr auch direkt mitmachen. 1, 2, 3, 4 und hüpfen rechts, links, rechts, links. Zur Seite, beide, beide hüpfen, beide Beine und nach vorne. Sehr gut. Jetzt spielen wir wieder ein bisschen Basketball. Und zwar fangen wir mit der rechten Hand an, bouncen den Ball, bouncen, bouncen. Bouncen. Und bouncen, das bedeutet federn. Es ist wichtig, dass wir auch in den Knien immer ganz locker sind und federn. Genauso wie der Ball beim Basketball. Ne? Beim Dribbeln bounce, bouncen wir mit. Genau, immer einer Seite zur anderen. Gut, super. Seid ihr auch dabei? Immer schön federn. Gut, dann haben wir den Ball nach unten gedribbelt. Dann dribbeln wir nach vorne. Stellen uns vor, wir dribbeln den Ball so nach vorne und mit der anderen Hand auch. Rechts, links, rechts, links. Sehr gut. Dann nach oben. Oben, 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 oben. Prima. Okay. Wir machen mal von Anfang bis hierhin. Also erst hüpfen und dann Basketball. Okay? Bereit? Ja. Sehr gut. Zähl bis 4. 1, 2, 3, 4. Links und rechts und zur Seite, nach hinten, zur Seite und nach vorne. Jetzt Basketball, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, linke Hand und nochmal. Bam, 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 nach vorne, 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 vorne und oben, 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 oben. Gut. Ah, nicht zu vergessen, wundert euch nicht, wir machen das Spiegelbild, wir machen den anderen Arm. Wenn ich sage rechts, nehmt Enyo, nimmst du nimmst auch deine linke Hand, wir nehmen unsere linke Hand, aber ihr eure rechte, dann könnt ihr immer, wie als ob wir euer Spiegelbild mitmachen. Dann ist es für euch ein bisschen leichter. Okay, nicht wundern, also ihr braucht nicht, braucht nicht über Kreuz denken, wir machen einfach das im Spiegel. Nach dem Basketball machen wir wie bei unserem Aufwärmspiel Inliner fahren. Das heißt, genau mit dem rechten Fuß gehen wir zur Seite und dann schleifen wir so den linken hinterher. Dann geht der linke Fuß zur Seite. Genau. Immer der eine Fuß geht zur Seite und der andere schleift hinterher. Genau. Gut. Und zwar fangen wir mit rechts an. Ich zähle mal bis 4. 1, 2, 3, 4. Rechts. Seite schleifen, dann links, Seite schleifen, rechts, links. Dann gehen wir ein bisschen zurück und dann gehen wir nach vorne. Rechts, links, rechts, links. Sehr gut. Das war auch schon eigentlich der Teil von der Strophe. Okay, wir machen es nochmal einmal ohne Musik und dann machen wir es mit Musik. Bereit? Ich zähle mal bis 4. 1, 2, 3, 4. Und rechts hüpfen, links hüpfen. Rechts, links, dann beide zur Seite hüpfen, nach hinten, zur Seite, vorne und Basketball. Rechts, linke Hand, rechte Hand, linke Hand. Und nochmal nach unten den Ball. Unten, unten. Und jetzt vor, 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 vor und hoch. Hoch, hoch, hoch. Jetzt der Inliner. Und genau. Gut. Okay. Wir machen das jetzt einmal mit Musik. Wenn ihr nochmal eine Wiederholung braucht, könnt ihr einfach nochmal von vorne euch das Video angucken. Wir machen jetzt die Musik an und ihr macht einfach mit. Okay. Gut. Bereit, Ingo? Zähl bis 4.
zwei, drei, nichts dabei, nein, keine Zauberei, auf einem Bein nachfinden oder balancieren, jeder kann dabei sein und davon profitieren, sich gut ernähren und sich viel bewegen, ein gesunder Lifestyle für ein gesundes Leben. Wir kommen zu dir mit einer ganz klaren Botschaft und falls du noch schläfst, hol wir dich aus deiner Oma. Also aufgewacht, aufgepasst und am besten einfach mitgemacht, denn es ist ganz wichtig, dass ihr alle versteht, es ist eure Zukunft, um die es hier geht. Super, okay, das ist jetzt der erste Teil der Strophe. Jetzt sagen wir euch den zweiten Teil, den Refrain. Okay, gut. Dann nehmen wir uns jetzt den Refrain vor. Das ist da, wo immer alle singen, Fit for Future. Fit, ne? Wir sind fit, da machen wir hier unsere Arme. Bist du eigentlich hier fit? Ja, sehr gut. For, also zeigen wir die vier. Vier benutzt man häufig, weil man sagt, for auf Englisch und es bedeutet für und future bedeutet Zukunft. Genau, Zukunft. Wir wollen nämlich fit für die Zukunft werden. Und bei future machen wir so. Genau. Sehr gut. Wir fangen also mit unserem, ne, wie soll man das sagen, Muskelman an. Fit for future. Dann machen wir nochmal hier fit. Den anderen Arm, euren linken, for future. Denkt dran, wir sind euer Spiegel. Ihr macht immer genau den gleichen Arm, wie ihr bei uns seht. For, genau, for future. Also, wir haben dann zweimal nach rechts gesagt und zweimal nach links. Wir machen es nochmal zusammen. Ich zähle bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Fit, for, genau, wir fangen mit dem an. For future, fit for future. Fit for future, fit for future. Dann singen sie nochmal fit for future. Dann machen wir das so, fit for, zeigen mit beiden Armen zur rechten Seite, das ist bei uns die linke, aber euch die rechte Seite. Nochmal, fit for future. Und nochmal, fit for, dann zeigen wir nach vorne. Wir kreuzen die Arme. Die Beine können wir ruhig offen lassen, die brauchen wir nicht überkreuzen, genau. Und wenn dann die Sänger singen, gesund in die Zukunft, ziehen wir so die Arme hoch. Sehr gut, genau. Dann machen wir jetzt mal einfach den Refrain alles zusammen von vorne. Willst du mal bis vier zählen? Eins, zwei, drei, vier. Fit for future. Fit for future. Fit for future, fit for future. Und jetzt, fit for future, fit for future, fit for future. Gesund in die Zukunft, genau. Jetzt haben wir eigentlich alle Bewegungen, die wir für unseren Tanz brauchen. Wir haben die Strophe und dann unsere Refrain. Wir machen jetzt mal die Strophe und den Refrain zusammen. Einmal noch ohne Musik, damit wir nochmal das langsam für euch wiederholen können und dann machen wir es mit Musik. Okay, von vorne, bereit? Gut, wir federn ein bisschen, das machen wir gleich auch, wenn die Musik startet. Ich zähle wieder bis vier, dann fangen wir mit der Strophe an. Und eins, zwei, drei, vier. Hüpfe rechts, links, rechts, links, Bein, zur Seite, nach hinten, zur Seite und vor. Basketball, rechte Hand beginnt, rechte Hand. Und nochmal nach unten, nach unten, unten. Und nach vorne, 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 vorne. Und oben, 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 oben. Inliner. Genau, flat. Und vor, vor, vor. Jetzt der Refrain. Fit. Future, fit for future. Und fit for future. Gut, Inyo. Future und fit for future. Gesund in die Zukunft. Prima. Dann, wenn wir es gleich mit der Musik machen, nach dem Refrain kommt nochmal die Strophe. Wir fangen also nach gesund in die Zukunft direkt an, springen wieder aufs rechte und dann aufs linke Bein. Dann kommt quasi der Strophenteil nochmal. Dann nochmal der Refrain. Wir machen ja mit euch zusammen. Das werdet ihr merken. Und nach dem zweiten Refrain kommt ein Teil Freestyle. Das bedeutet,
Jeder darf so frei nach seinem eigenen Geschmack tanzen. Da könnt ihr euch überlegen, irgendwas, was euch gerade einfällt. Ne? Da sagen wir dann Bescheid. Und am Schluss kommt noch einmal der Refrain und dann haben wir unsere Choreo für heute abgeschlossen mit unserem Fit for Future Song. Gut, sind wir bereit für die Musik? Ja. Ja. Wenn ihr euch nicht sicher fühlt, macht einfach nochmal den Teil jetzt, wiederholt den Teil, dass ihr die Strophe und den Refrain nochmal langsam ohne Musik lernt. Wenn ihr euch fit fühlt und bereit für die Musik, dann machen wir jetzt mit Musik. Okay, jetzt die Musik. Seid ihr bereit? Locker in den Knie. Akzentuiert. 1, 2, 3, 4 und... Was geht ab? Jetzt kommt Fit for Future, also aufgepasst, denn wir bringen euch auf Trab und haben was im Gepäck. Es ist ganz einfach so, dass jeder es checkt, ja. So einfach wie 1, 2, 3. Nichts dabei, nein, keine Zauberei. Auf einem Bein hüpfen oder balancieren. Jeder kann dabei sein und davon profitieren. Sich gut ernähren und sich viel bewegen. Ein gesunder Lifestyle für ein gesundes Leben. Wir kommen zu dir mit einer ganz klaren Botschaft. Und falls du noch schläfst, hol wir dich aus deiner Oma. Also aufgewacht, aufgepasst und am besten einfach mitgemacht. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr alle versteht, es ist eure Zukunft, um die es hier geht. Gut ernähren, viel bewegen, gesunder Lifestyle, gesundes Leben. Wo der Name Programm ist, Bewegung, Ernährung und Brain Fitness. Wir sind unterwegs im ganzen Land, bringt euch eine Tonne voller Spaß, dafür sind wir bekannt. Wollen euch begeistern, wollen euch in den Tanz ziehen, also lasst uns die Sportschuhe anziehen. Für jedes was dabei, für jeden was zum Fun haben, nicht länger warten, lasst uns starten, lasst uns Spaß haben. Gummitwist, Frisbee oder Federball, ganz easy, am besten probiert es jeder mal. Stelzen, Fußball, Skateboard oder Hula Hoop, einfach mitgemacht, tut euch super gut. Darum sind wir hier, euch zu inspirieren, motivieren, diese Dinge mal zu probieren. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr alle versteht, es ist eure Zukunft, um die es hier geht. Gut ernähren, viel bewegen, gesunder Lifestyle, gesundes Leben. Und ja, schickt uns gerne eure Fotos oder Videos, wenn ihr euch mal selber filmt beim Tanzen. Und dann Fit for Future Song könnt ihr auf der Webseite von Fit for Future downloaden oder findet ihr hier unten einen Link zum Runterladen. Eno und ich sagen Dankeschön. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.